Am 27.08. würde ich euch dann gerne einladen, mit mir den südlichen Schwarzwald zu besuchen. Wir starten Sonntagmorgen, je nachdem wie groß die Gruppe ist. Individuelle Anreise könnt ihr natürlich auch selber gestalten und in unserem Hotel am Schluchsee dort eigenständig anreisen. Ich werde Sonntag starten, früh morgens, und je nachdem, wie viele Leute dann mit mir mitfahren, die Strecke noch ein bisschen individualisieren. Ich habe nur ein paar kurze Autobahnetappen mit drin, und ansonsten versuche ich dort einiges über die Landstraßen abzubilden. Unter anderem fahren wir auch noch ein bisschen durch Thüringen, Schwarzertal und Richtung Schweinfurt dann runter, und dann ein Stückchen Autobahn wieder Richtung Stuttgart und deutlich vor Stuttgart von der Autobahn wieder runter und dann den Schwarzwald von Norden her nach Süden prinzipiell durchqueren, um an unserem Hotel anzukommen. Ich habe 5 Tagestouren dort geplant im südlichen Schwarzwald. Also eine, die ist ein bisschen östlicher und die sehenswert, also ein sehenswerter Punkt dort ist, das habe ich hier noch nicht eingebaut, die Rheinfälle, die wir in Schaffhausen noch besuchen wollen. Und ein Punkt auf der Tour ist vielleicht noch eine sehenswerte Wutachschlucht, die sich vielleicht für den einen oder anderen mal für einen Tag aussteigen und wandern anbieten würde. Eine weitere Tagestour habe ich im südlichen, südlich zwischen Lörrach und Freiburg in der Gegend geplant. Es sind viele kleine Straßen, gibt es jetzt nichts zum Besichtigen in dem Sinn, aber unheimlich viele Kurven, unheimlich viel Strecke. Es ist auch nicht allzu lang für meine Verhältnisse, so mit 250 Kilometer, aber es braucht doch einen ganzen Tag dafür. Kleinen Ausflug in die Schweiz habe ich auch geplant, das ist dann schon ein bisschen mehr. Es geht Richtung, dort Richtung Süden, bis Luzern runter. Wir fahren dort unheimlich viel am Wasser lang, also über den Rhein natürlich, der die Grenze ja bildet zur Schweiz, entlang der Aare, der Reuss bis nach Luzern. Dort unten sind ein paar kleinere Pässe, die dort die eher unbekannt sind. Glaubenbergpass, Glaubenbühlenpass und unten im Süden der Prienzer See, den ich dort auch mitnehmen möchte. Dann habe ich noch eine Tour, die hier auf dem Bild zu sehen ist, die Richtung Norden geht, im Schwarzwald ein bisschen in nördlicher Richtung, und die eine Tagestour Richtung Vogesen habe ich noch geplant. Das ist diese hier. Ist ein bisschen Anreise, 1,5 Stunden ungefähr bis Colmar und dann eine Runde durch die Vogesen. Da gibt es auch unheimlich viel zu sehen und unheimlich viele schöne kleine Strecken. Lohnt sich auf jeden Fall, ist aber auch so eine 400 Kilometer Runde in etwa. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, dort individuell euren Tag zu gestalten. Im Schwarzwald gibt es ja jede Menge zu sehen, jede Menge Ausflugsziele, Burgen, Schlösser, Klöster ohne Ende. Also alte Mauern kann man dort auch genug sehen. Wer noch nicht genug alte Autos gesehen hat, mit dem ist das Fahrzeugmuseum in Mulhouse, die Sammlung der Brüder Schlümpf zu empfehlen. Die haben die größte Bugatti-Sammlung der Welt. Oder ein Lokomotivmuseum gibt es dort auch noch als Tipps. Gut, Rückreise ist dann Samstag geplant, individuelle Abreise. Wir haben zu der Tour wieder ein Begleitfahrzeug dabei. Ihr könnt also auch eine Tasche oder sowas abgeben im Vorfeld. Und die nehmen wir dann mit runter. Ja, wie gesagt, Anreise und Abreise könnt ihr individuell gestalten oder eben auch mit mir fahren.